So Leute, sind wir wieder? Beim nächsten Teil der ersten historischen Kampagne. Und ich bin jetzt die vierte hier. Und im Endeffekt geht es darum, wir brauchen Bier und müssen eine Burg bauen und die gegen Räuberbanden beschützen. Schauen wir mal, wie das so ist. Und Spielgeschwindigkeit mal wieder auf lockere 60. Und ja. Das soll wohl die Burg Krakte Scheriere, Krakte, Gott, wie hieß das? Krakte Chevalier werden. Ich kann kein Französisch, wie ihr das ja offensichtlich raushört. Und die Burg, die ist historisch auf einem Berg. Jetzt könnte man sagen, yo, für die Mission, wir brauchen Hopfen. Wäre das vielleicht clever, mein Bergfried hier zu bauen. So, in der Nähe von dem. Aber wir wollen das ja cool durchspielen und da stelle ich mir das doch sinnvoller vor, dass die Burg hier auf so einem Berg ist und da leichter zu verteidigen ist. Auch wenn das vielleicht nicht 100% effektiv ist, aber das ist mir heute egal. Vielleicht hier so den Kornspeicher hin. Und dann schauen wir mal, wir brauchen Holz. Ist hier noch mehr Holz? Hier ist noch Holz. Wir können diesmal handeln, hurra. Sehr gut. Und ich wurde vor Räuberbanden gewarnt, also werden vermutlich da auch welche auftauchen. Sehr schön, wir können neben Hopfen auch Getreide anbauen. Das ist wirklich gut. Fangen wir mal mit der Produktion hier an, mit Getreide, weil die hatten eine ziemlich lange Anlaufzeit, weil die erstmal hier sehen müssen und warten, bis es gewachsen ist. Ja, schauen wir uns mal ein bisschen die Map hier an. Hier ist ein Händler, hier sind Kamele. Hier ist so ein Brunnen. Ich glaube, das ist eigentlich was von den schönen Dingen. Kannst du euch jetzt nie zeigen. Aber das ist ja nicht normal hier, so ein Teich. Das sieht man eigentlich auf ziemlich wenig Maps. Hier sind zwei Wegweiser. Noch ein Wegweiser, ein kaputtes Gebäude. Hier hat Forever Alone Jim gewohnt. Und Kamele gezüchtet. So, hier wird schon ein bisschen Getreide angebaut. Naja, gut. Das Holz kommt. Oh, ich sehe gerade, der hat gar kein Stromer-Crossiert Audio. Ich mache eben Pause. Und korrigiere das. Wir sehen uns dann gleich mit Audio wieder. So, da sind wir wieder da. Und diesmal auch mit Stromer-Crossierter Sound. Fortsetzen. Gut, dass ich da 3,5 Missionen ohne gemacht habe. Egal, ich habe ja dazu geredet. Das ist ja eben schon mal was, ne? Dann könnt ihr es euch vielleicht trotzdem angucken. So, jetzt haben wir noch ein Haus, es werden ein paar mehr Leute, jetzt können wir mal anfangen, hier Steine zu sammeln. Steine sind immer gut. Und wir können auch anfangen, hier ein bisschen Getreide zu produzieren. In der Geschwindigkeit gehen. Ein bisschen Obst anbauen, damit die auch was Verschiedenes essen können. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Wir wollen ja so eine richtig schöne Burg, so mit vielleicht hier im Torhaus und hier im Torhaus und dann so. Ah, es wird bestimmt hübsch. Das kann ich schon bauen. Ja, nur ein Turm, aber egal. Dem wird es auch gehen. So, dauert das so lange mit dem Holz? Ach ja, das ist ja Kampagne. Da gibt so ein Holzverleiher nur 12 Holz und nicht 18. Und so ein Steinbruch nur 8 und nicht 12. Da war ja was.
komisch eigentlich, das Eisen hier. Man kann Eisen verkaufen, das ist ja gut. Kann man hier dann sich eine Geldproduktion aufbauen. Man braucht erstmal Steine, um hier überhaupt hier in Posten zu bauen. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Aber es heult schon rum, dass die Nahrung knapp wird. Bauen wir halt mal noch ein paar Bäckereien. Wir benötigen Holz. Ein bisschen wild durcheinander, ohne jetzt besonders auf Effektivität zu achten. Das ist doch am besten. Wir haben beinahe keine Nahrung mit dem Wissen, mehr, Sire. Für uns, dass wir Geld damit machen können, können wir auch mal eine Eisenerzmine bauen. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Jetzt kriegt doch mal ein bisschen Brot. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire, euer Gnaden. Gebt ihr so viel Mehl, verarbeitet es mal. Stellen wir euch mal noch einen Bäcker zur Seite. Ja, und das Eisen können wir ja erstmal verkaufen. Können wir eine Kirsche? Wir können Kirschen bauen. Sehr gut. Bauen wir mal eine Kirsche vielleicht. Wieso? Es sind nicht ist. Genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. So, in die Mitte dieser Halbkirche. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Dann werden die Leute gleich noch ein bisschen christlicher. Was ist hier denn passiert? Guck mal, wie sie die Steine hier abgeladen haben. Anstatt die übereinander setzen. Ha. Egal. Aber noch unsere Unterkunft, wie heißt das im Deutschen? Ja. Und dann können wir schon mal drüber nachdenken, vielleicht schon mal Bogenschützen auszubilden. Lass mal Bögen zu produzieren. Jetzt, wo die Hungerskatastrophe abgewehrt ist, scheinbar. Mehl ist ja wohl mehr als genug da. Zweite Fallmacherei. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Oh, ich habe sogar schon Waffen, Mensch. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. So, wenn alle Steine jetzt kommen, können wir dazu benutzen, eine hübsche Burg zu bauen. Das ist doch was Schönes. Ein bisschen Holz übrig. Nee. Ich würde so langsam nämlich mal anfangen, auch hier Hopfen anzubauen. Selbst wenn wir noch keine Brauer bauen. Aber einfach damit wir schon mal das Hopfen im Lager haben und dann mit vielen Brauern gleichzeitig loslegen können. Geht das schon mal los. Dann würde ich sagen, wir fangen vielleicht mit den Torhäusern an. Bin zur Stelle. Kraxen uns dann hier ringsrum. Hier muss auf jeden Fall ein Tor aussehen. Eine kleine Gruppe arabischer Truppen befindet sich auf dem Weg zur Burg. Gucken, dass wir das halbwegs hübsche bauen. Bin zur Stelle. Es geht uns hier nicht um Effektivität, sondern um Optik. So, das Allerwichtigste haben wir aber schon. Wir haben hier eine laufende Nahrungsproduktion. Wir haben hier zumindest eine kleine Waffenproduktion. Wir haben eine Steinproduktion. Sogar ein bisschen. Die arabischen Streitkräfte greifen an. Eisenminen, brauchen wir noch eine. So, und die Araber kommen. Ja, auch nicht besonders viel. Das kriegen wir mit unseren Bogenschützen bereit. Abgewehrt. Sind auf dem Weg. Bin zur Stelle. Ja, die Mauer mag am Anfang vielleicht ein bisschen konfus aussehen, aber es wird bestimmt ganz hübsch, wenn es fertig ist. Unsere Lanzenträger zum Einsatz kommen. Wir rücken aus. Mit Vergnügen, Herr. Bevor hier noch irgendjemand irgendwas kaputt macht.
Achso, dann kam man doch in der Beschreibung irgendwie, dass ich die Gebäude weit auseinanderbauen soll. Eventuell ist da ein geskripteter Brand drin, das weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht sollten wir dann doch mal ein, zwei Brunnen bauen. Im Endeffekt brauchen die Leute ja eh Wasser. Wir benötigen Gold. Es ist ja nur besonders fluffig, wenn ich hier anfange, Brunnen zu bauen, oder? Bin zur Stelle. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Unsere Scheuerkammer leert sich. Geld rauskrieg. Bin zur Stelle. Hier, wir müssen auf jeden Fall auch noch einen Brunnen hin. Sonst verdursten die Steinbrucharbeiter. Und der Holzfäller hier und so. Das geht ja nicht. Ja, bitte. Und weiter. So. Hier wollte ich auch ein Tor aus, aber wir haben noch nicht genug Steine. Und mit dem nächsten Holz, was wir kriegen, brauche ich mir ja noch eine Steinproduktion. Wir wollen ja eine hübsche Burg haben. Wir schon mal das zweite Tor ausgebaut. So. Bin zur Stelle. Schon mal mein Bogen ist euer. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Aber ich habe ja schon ein paar Leute zum Löschen hier gebaut. Genau, wenn es noch woanders? Nee, gut. Was können wir denn noch gebrauchen? Vielleicht ein paar Bäcker noch? Vielleicht auch schon mal einen. Ein Brauer, damit der schon mal ein bisschen Hopfen umgewandelt wird. Wir benötigen mehr Steine. So, ein paar Steine da. Komm, mit unserer wunderhübschen Burg hier fortfahren. Wird ganz viele Ecken und Kanten haben. Bin es zur Stelle. Rekruten benötigt sein. Brauchen wir noch einen. Bin zur es Stelle. Werden Rekruten benötigt, Sire. So, hier, wir brauchen ein paar mehr Steine. Was ist denn hier los? Warum geht hier nicht durch das Torhaus? Das ist doch bestimmt nicht länger als hier oben. Christentum. Eine kleine Gruppe arabischer Truppen befindet sich auf dem Weg zur Burg. Oh, wir haben genügend Bürger, wir haben genügend Holz, vielleicht können wir noch eine Apfelplantage hier machen. Ah, mehr als eine wird es wohl nicht. Aber vielleicht können wir schon mal eine zweite Hopfenplantage. Aber auch da sieht es düster aus. Wir brauchen hier mal ein bisschen die Holzfäller, die müssen wir machen. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Die arabischen Streitkräfte greifen an. So, was? Araber? Wo? Wie? Hier nie? Hier nie? Da. Gut. Mein Herr, Bogenschützen in Bewegung. Und die Schwerträger. Ihr könnt auf uns zählen. Ein weiter Weg. Ich kann bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Greift die an, Leute. Müsst ihr schießen lassen? Eure Befehle? Visiere an. Bin zur Stelle. Ziel angepeilt. Ach, ja, Pfeile bereit.
Funktioniert das so? Werden die überhaupt getroffen? Unsere Hopfenpflanzen sind von Hopfenkäfern befallen, die die Ernte zerstören, euer Gnaden. Rücken aus! Mein Bogen ist euer! So, schaffen wir es. Mein Herr, eure Befehle? Ja, die treffen. Sehr gut. Wenn man Zeit ist, irgendwann Türme bauen, um dann wirklich auch eine effektivere Verteidigung zu haben. Aber wir wollen das ja alles hübsch bauen. Bin zur Stelle. Und Eisen verkaufen? Ihr habt nicht genügend Güter. Ich weiß schon, ich habe hier genügend Gold. Kann man mit Gold irgendwas Tolles machen? Steine kaufen. Die Burg immer schneller bauen, das ist ja gut. Da haben wir doch eine schöne Burg. Ist noch ein paar sinnvolle Türme. Hier. Wir benötigen Steine. Aber wir haben genügend. Ihr habt Gold. Nicht genügend Gold. Hier geht man immer hin. Hier geht man bitte. Eine Fleischabteilungsseite noch. Da, schön. Bin zur Stelle. Ihr seid 6, wir brauchen noch 5. Sind auf dem Weg. Bogenschützen bereit. Bin zur Stelle. Jetzt haben wir 4, mit dem dann 5. Mein Bogen ist euer. Ist das dann auch besetzt? Mein Herr? Eure Befehle? Hier 5. In Bewegung. Bin zur Stelle. Da ist Rücken aus. Oh, sieht das nicht schön aus? Kann man schon ein paar Zinnen dran bauen? Muss ja auch alles hier geschützt sein und so. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Hier, los. Ich habe ja hier irgendwo Feuerwehr. Eine kleine Gruppe arabischer Truppen befindet sich auf dem Weg zur Burg. Oh, ich will das eigentlich nicht abreißen. Komm, wir versuchen das mal zu löschen. Ich weiß, das ist schwer, wenn man das sieht. Kriegt ihr das gelöscht? Die arabischen Streitkräfte greifen an. In dieser dunklen Stunde greifen noch arabische Streitkräfte an. Nicht das beste Timing. Und diesmal sind sogar schon Schwertkämpfer dabei. Und es ist tatsächlich eine Hütte kaputt gegangen. Wir versuchen es mal genauso aufzubauen, wie es vorher war. 2 Hütten sogar. Die Arbeit im Kreis Gebäude ist momentan funktionstüchtig, my lord. Es werden Rekruten benötigt sein. Jetzt werden die ganzen Gebäude wieder aufgebaut. Aber ich denke mal, die arabischen Schwertkämpfer, wo auch immer sie sind, ja, die gehen ja auf meine Außenproduktion. Und ich kann das gar nicht so richtig verhindern. Es werden Rekruten. Wir wollten ja auch erstmal eine hübsche Burg bauen. So. Vielleicht sollten wir auch mal anfangen, Frau Kreuzritter. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Nicht schlimm, ich kann noch nicht bauen. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja. Gut, der Turm ist wenigstens besetzt. Machen wir mal weiter mit der Mauer.
bin zur Stelle. So, dann haben wir wieder. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist ja, euer. Mein Herr? So, hier ist noch ein Turm. Sind auf dem Weg. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Hier ist noch ein Turm. In Bewegung. Hm? So. Ja, die Schwertkammer haben wir ganz schön aufgeräumt. Das ist ärgerlich, aber gut. Was will ich tun? Bin zur Stelle. Erstmal will ich die Burg hier fertig bauen. Sind jetzt alle Türme eigentlich besetzt? Ja, das sieht gut aus. Das heißt, jetzt können wir anfangen. Bin zur Stelle. Rücken aus. Und dann bauen wir da drüben alles noch viel besser wieder auf. Wir machen jetzt great again. Das nervt. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Es ist Zeit, dass wir uns hier wehren können mit eigenen Schwertkämpfen. Auf dem Weg. So, bauen wir wieder auf. Also wir brauchen definitiv drei. Eine kleine Gruppe arabischer Truppen befindet sich auf dem Weg zur Burg. Wir wollen dann so viele Hopfen farmen, wie es nur irgendwie geht. Hm? Nee, Steine. Schade. Und ja, dann. Holzfäller, dann ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Der Feind ihr könnt ist das nicht bezwungen. Dort platzieren, my lord. Gut. Die arabischen Streitkräfte greifen und an. Schon geht's weiter. So, schaut ihr aber gern. Zweite Mauer ringsrum ziehen. Wir sind bereit. Bin zur Stelle. Wir wollen das ja richtig hübsch und toll machen. Bogenschützen bereit. In Bewegung. Das ist hier oben so noch gar nicht fertig. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Haben wir ja schon fast alles fertig gebaut hier. Bin zur es Stelle. Werden Waffen benötigt, Sire. So. Hier ist schon Holzverlöte kaputt gegangen. Wir sind es wird zur Waffen Stelle. Benötigt, Sire. Ja, auf jeden Fall die Ausbildung müssen wir mit Rittern schützen. Das hilft nichts. Da kommen wir nicht drum rum. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Die Nahrungsvorräte sind knapp. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden. Keine Extraktion. Euer Nahrung in die Schatzkammer, Sire. Das Volk huldigt euch, Sire. Wir haben eh genug Gold. Das ist gut. Bin zur Stelle. Was wünscht ihr? Spürt meine Klinge. Sie sind wehrlos. Wir wollen hier. Ich bin im vorgeschobenen Torhaus noch ein bisschen gucken und so. Und hier ein paar. Oh. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Mein Bogen ist euer. Rücken aus. Dann machen wir, dann würde ich sagen, klein, weil das ist viel fluffiger. Seid gegrüßt. Dann machen wir noch so einen kleinen Wald ringsrum und dann ist es so eine richtig schöne Burg hier. Können wir hier vielleicht noch ein bisschen Nahrung kaufen? Wir können keine Nahrung kaufen. Hm. Blöd. Dann investieren wir das halt in Steine.
Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Die wären doch nicht mehr, wenn du mir das die ganze Zeit sagst. So. Hier war noch ein Holzfäller, der kommt da wieder hin. Und da haben wir noch ein Tor, was wir besetzen können, der kommt da noch. Waffen drauf. Mein Herr, sind auf dem Weg. Wir können ja schon mal anfangen. Eine kleine Gruppe arabischer Truppen befindet sich auf dem Weg zur Burg. Viel Bier brauen zu gehen. Fluffig passieren hier noch. Oh Gott. Was ist das denn für eine Mauer? Ich dachte, das Tor ist wäre andersrum. Die arabischen Streitkräfte greifen an. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. So, ihr denkt dran, wenn ihr Mauern, also kleine Zinn an kleine Mauern baut, dann dürft ihr die nie vom Tor aus starten, weil sonst werden die hohe Zinn und das sieht kacke aus. Also immer zum Tor aus hinbauen. Bin zur Stelle. Dann gibt es gar keine Probleme. Die eure Befehle? Stand gehalten. Wir sind bei Holzfällerhütten draufgegangen, aber wir können jetzt eine Obstfarm an ihrer Stelle errichten. Ein paar mehr Holzfällerhütten. Unsere Hopfenpflanzen sind von Hopfenkäfern befallen, die Ernte zerstören, euer Gnaden. Wieder noch einer, hier unten noch ein paar. Also langsam wird die Burg doch richtig hübsch. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Diese elenden Brände. Ich will ja irgendwie nicht wirklich weit auseinanderbauen. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Wir benötigen Gold. Gold ist doch was hier. Noch so ein Trog hier. Gebäude stehen in Flammen, Sire. So, Feuer wieder aus. Und auch alle Leute nutzt. Also bauen wir dann Hütchen. Und dann passt das. Hier wieder kaputt gegangen. Eine Hütte. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, und Sire. Noch eine Hütte. Keine zwei Hütten kaputt gegangen, oder? Wir haben beinahe keine Nahrung mehr. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ah, hier, weil die Mühle war unterbesetzt. Bin zur Stelle. Deswegen. In Bewegung. Rücken aus! Etwas wir stimmt bereit mit unserem Hopfen nicht mal. Eure Lordschaft? 5, die kommen dann hier hin. Ein weiter Weg! Bin zur Stelle! Ja! Eine kleine Gruppe arabischer Truppen befindet sich auf dem Weg zur... 50 haben 27. Wir haben jetzt auch richtig angefangen mit Bierbrauen. Wir folgen ich euch, denke, Herr. Das sieht gut aus. Wir noch eine Eisenmaschine. Kriegen wir noch ein bisschen mehr Geld, können mehr Steine kaufen. Die Burg richtig schön ausbauen. Die arabischen Streitkräfte greifen an. Ja, das ist nicht so viel. Bogenschützen bereit. Danach können wir ein paar Bogenschützen hier runter verfrachten. Ah.
Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ja, ich meine, gut, die werden jetzt hier das. Die Holzverlöse wieder kaputt machen. Das Vorratslager ist voll, gut. My Lord. Keine Veränderung in der Schatzkammer, My Lord. Beliebtheit so, steigt. Die Mauer fertig. Die kann ich gerade nicht fertig bauen. Hier müssen wir zum Tor hinbauen. Genau. Die sind schon halb tot, ehe sie da sind. Dann haben wir hier meine tapfere Kreuzverlöse aufpassen. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Wir sind bereit. Bin zur Stelle. Aber da fast ja alles fertig. Ich will nur noch die Mauer hier, vielleicht hier unten noch ein Turm. Aber da sieht es doch gut aus. Keine Veränderung in der Schatzkammer, das My Volk Lord. Liebt euch, My Lord. So, wie viel Bier haben wir? Fast geschafft. Die Mauer auch fertig, wunderbar. Auf jeden Fall die hübscheste Burg, die ich in dieser Mission gebaut habe. Also die es werden Rekruten benötigt, Sire. Historischste und ineffektiveste. Wir sind bereit. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Die Nahrungsvorräte sind Was sehr knapp, Sire. Ich sehe den Weg nicht. Aber wir sind ja eh gleich fertig, von daher. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Bin zur Stelle. Oh, noch Treppen bauen. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Oh, hier fehlt noch Zinn. Oh, oh, oh. Jetzt ist die Burg fertig. Ein paar von euch haben es bestimmt gesehen und wurden die ganze Zeit wahnsinnig. Unsere Hopfenpflanzen sind von Hopfenkäfern befallen, die die Ernte zerstören. Die Ernte Gnaden. Wie viele Hopfen haben wir denn? Guten Morgen, hier stehen noch zwei rum. Wir haben beinahe eine kleine Gruppe arabischer Truppen befindet sich auf dem Weg zur Burg. Bloß noch die Brauer müssen wir fertig brauen, dann haben wir gewonnen. Und dann kommt schon die fünfte Mission, die letzte aus der ersten Kampagne. Bin zur Stelle. Wir sind bereit. Das wird jetzt die nächste sein. Da werde ich, glaube ich, Jerusalem angreifen. Jedenfalls sehen wir uns dann gleich im nächsten Video. Bis später.